Michels Kleinsthof. Dahinter verbirgt sich eine vielfältige Landwirtschaft mit enorm vielen Sorten, einer großen Varianz und Reichhaltigkeit an Gemüseanbau, Kartoffeln, Getreide, was man sich so vorstellen kann. Und was sich daneben noch verbirgt, ist eine nachhaltige Bewirtschaftung, also dem Boden mehr zurückgeben, als man ihn nimmt. Und als letztes verbirgt sich hinter Michels Kleinsthof noch die Gemeinschaft, also die Gemeinschaft der Menschen vor Ort, die zusammen mit uns, dem Team hier, Michels Kleinsthof erst möglich machen. Unser Projekt heißt Zusammenwachsen, gemeinsam mehr bewegen, weil man einfach gemeinsam hier was Neues auf die Beine stellt und auch dieses gesellschaftliche Zusammenwachsen auch im Vordergrund steht. Das Geld wurde eingesetzt, um eine Stelle zu schaffen, die sich darum kümmert, die Leute hier mit einzubinden in den laufenden Arbeitsprozess und denen auch ein Bewusstsein zu vermitteln für kleinbäuerliche Arbeitsweisen und Notwendigkeiten. Man kann einfach hier vorbeikommen, man kann mitmachen, man kann ernten, man kann jäten, man kann einfach an Landwirtschaft teilhaben und man kann darüber hinaus einfach mal wieder die Wertschätzung für die Lebensmittel, die man so isst, einfach lernen. Gerade ist der Hort an der Schule da aus Bad Krozingen. Wir haben heute schon Bohnensaatgut geerntet, sie haben Salate gepflanzt, sie haben Getreide gereinigt, sie haben Getreide gemahlen, sie haben Eier geholt aus den Ställen. Es wächst zusammen, ne? Und dieses Zusammenwachsen, das spüre ich ganz deutlich über dieses Soziale und über dieses Pflanzliche. Das macht mich glücklich.